Hi Gude und herzlich willkommen zu einem neuen Feedback-Video der NerdCon 2019 bei mir, die Talen. Hallo. Für alle, die es nicht wissen, es ist Mrs. Crowdfunding News auf dem Nordpol. Ja, Crowdfunding und Video-News. Sehr schön. Unterm Strich, was für ein Feedback oder was für ein Resümee ziehst du von der NerdCon 2019? Also ich fand es fantastisch, klasse Runden, nette Leute getroffen, absolut entspannte Atmosphäre, eine coole Location. Viele coole Runden. Ja, perfekt. Definitiv. Was hast du gespielt oder vielleicht sogar geleitet? Ich habe gespielt Changeling das war Feder. Es war eine ziemlich coole Runde mit dem Zirkus und ich habe eine Ski gespielt und es hat viel Spaß gemacht. Danach habe ich bei Enigmon die Verfünf-Runde gespielt mit einem A-Hörnchen und einer B-Ratte, die ziemlich besessen waren. Und zum Abschluss habe ich selber noch die Verfünf geleitet. Super, sehr bewegtes Wochenende, Ja. definitiv. Ich hoffe, du hast viel Spaß gehabt. Definitiv. Ich frage immer als Standard, sonst sieht man die Leute immer nur über Kamera oder schreiben, wie viel Mehrwert hat das, die Leute einfach mal persönlich zu sehen? 100% absoluter Mehrwert. Das macht auch viel mehr Spaß, finde ich noch, wenn man am Tisch direkt sitzt und direkt mit den Spielern sprechen kann und auch danach so ein bisschen so ein Babbeln schwatzen und einfach mal normal halt reden von Person zu Person. Ja, definitiv. Wer ist nächstes Jahr wieder mit dabei? Auf jeden Fall. Ja, super. Ist noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Nein, es war perfekt, weiter so. War perfekt, weiter so. Das finde ich super Resümee. Danke dir, Taylan. Bis zum nächsten Mal. Okay, bitte. Danke auch. Hi, Gude, und herzlich willkommen zum neuen Feedback-Video der NerdCon. Bei mir jetzt die Feramin. Hallo, Mischka. Unterm Strich, die NerdCon ist vorbei. Wir hatten jetzt gerade die große Abschlussrunde. Mehr wehleidig oder eher, oh, hast Glück, ist es vorbei. Nee, hätte ruhig noch ein, zwei Tage länger sein können, ja. Klingt komisch, sagt irgendwie jeder. Ist aber auch so, man sieht die Leute viel zu selten. Ja, definitiv. Also unterm Strich das Feedback, wie fandest du den NerdCon? Ich fand sie sehr, sehr geil. Ich fände es wirklich schön, noch ein bisschen mehr Zeit zu haben, wo keine Runden sind, wo man einfach so auch mal miteinander quatschen kann, weil die Runden will man ja auch mitnehmen, weil man neue Systeme ausprobieren möchte. Also hätte länger sein können, ja. Definitiv, definitiv. Apropos Runden, was hast du denn gespielt? Ich habe Hexen gespielt zum ersten Mal, ich habe Engel gespielt zum ersten Mal und Cthulhu zum ersten Mal. Wow, also Erfolg auf ganzer Linie, oder? Es war ja der Sinn, mal neue Dinge auszuprobieren. Also, ja. Definitiv, definitiv. Für mich war ein wichtiger Teil der NerdCon, dass die Leute, die man sonst immer nur über Bild sieht oder nur schreibt, mal persönlich sieht. War das für dich auch wichtig? Absolut, ja. Weil man in den Streams, man redet davor und danach ein bisschen, aber es ist doch was anderes und wir wissen es alle, es kommen nicht alle Kommunikationsebenen rüber, wenn man nur Skype oder sonst ein Videokonferenzprogramm benutzt. Und von daher war das schon sehr schön und sehr wichtig. Ja. Also auch unterm Strich da neue Kontakte geknüpft oder Kontakte identifiziert. Intensiviert, Dankeschön, ja. intensiviert. Ja, Richtig, ja. absolut. Sehr schön. Das heißt, wenn es eine NerdCon 2020 gibt, bist du mit dabei nochmal? Auf jeden Fall. Ich meine, wir haben uns dieses Jahr schon, wir haben abgewartet, bis die Anmeldung geöffnet wurde und saßen vor den Rechnern, um sofort Tickets kaufen zu können. Also ist definitiv, ja. Bist du vielleicht was leiten? Ich glaube nicht. Bist eher Spielerin als Leiterin? Ja. Mal schauen, vielleicht ändert sich das noch in einem Jahr, aber ich möchte mal nichts Hast du versprechen. jetzt den SL-Workshop mitgemacht? Ich habe ihn mitgemacht, aber ich traue es mir immer noch nicht zu. Ah, kommt mit der Zeit. Okay. Gibt es irgendwas, was du loswerden willst? Es war sehr schön und ich hoffe wirklich, dass es eine Wiederholung gibt. Ja, das hoffen wir alle. Und die Orga hat bis jetzt auch positiv da Feedback gegeben. Von daher hoffe ich auf jeden Fall. Dann danke dir auf jeden Fall. Sehr gerne doch. Hey, guter Wie und willkommen zum vielleicht letzten Feedback-Video. Denn jetzt fehlt die wohl wichtigste Person, Mischka. Mischka, Nordkund ist vorbei. Ja, hau Ja. was. Nordkund 2019 ist vorbei. Ja, es ist furchtbar, Ja. leider. Aber allgemeines Feedback jetzt von dir, wie fandst du es und wie war es für dich? Mir fehlen die Worte. Kapla und so. Nee, ohne Witz, das war super, wie in allen anderen Videos gesagt. Es war wie eine neue Familie treffen, die man eigentlich schon seit Ewigkeiten hat. Ja. Alle Leute super nett, alle Runden super gut, alle Gespräche super gut. Es gab ja keinen Streit, keine Zwistigkeiten, nichts, wo man irgendwie sagen könnte, das war jetzt Kacke und der Umbrenn war schuld. Nein, es war einfach alles
geil. Die Runden waren alle cool. Es wurden Sachen angeboten, die bekannt sind. Es wurden unbekannte Sachen angeboten. Man hat mal Leute gesehen, die man sonst halt wirklich nur vom Schreiben sieht, die man jetzt mal persönlich ansprechen kann. Einfach ein super Feeling. Das freut mich zu hören. Ich bin auch tatsächlich sehr auf dieser Meinung. Jetzt ist allerdings natürlich die wichtigste Frage. Hast du was geleitet oder hast du was Neues für dich entdeckt? Ich habe super viele neue Spielnamen für mich entdeckt. Zum Beispiel das Brigade heißt, glaube ich. Das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Geleitet habe ich Cthulhu gestern Abend. Ansonsten hatte ich die Gelegenheit, mal mehr zu spielen als zu leiten. Es kommt ja auch nicht so oft vor.